Ja, herzlich willkommen im Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege zu unserer Traditionsreihe Montagsvorträge. Anders als sonst haben wir uns überlegt, werden wir jetzt in diesen schwierigen Corona-Zeiten Online-Vorträge halten. Das ist ehrlich gesagt für uns als Referentinnen und Referenten eine Herausforderung, weil man geht nicht ganz so entspannt in das Referat, wie wenn man es live hält, weil wir diese Sendung ja nachher auch auf unserem YouTube-Kanal online stellen wollen. Und damit sind Versprecher und Fehler natürlich jederzeit nachvollziehbar. Ich bitte um Nachsicht, das ist eben so, wir müssen uns auch erstmal an diese Situation gewöhnen. Ich möchte Ihnen heute einen ganz spannenden Vortrag halten, der sich gleichzeitig auch mit der Geschichte der archäologischen Denkmalpflege beschäftigt. Eine Liste unersetzlicher Verluste, das ist tatsächlich das, was dieses Werk so interessant macht, die archäologische Karte des Kammerherrn von Estorf. Das ist eigentlich die erste große Landesaufnahme, die hier in Norddeutschland entstanden ist. Von Estorf hat bemerkt oder gesehen, dass die Landschaft leidet, dass die Landschaft sich stark verändert und viele prähistorische Denkmale einfach verschwinden. Und er wollte dem etwas entgegensetzen. Wir müssen uns ja mal klar machen, dass die Landschaft, wie wir sie heute sehen, ganz, ganz stark verändert ist. Am deutlichsten, ich finde das ein wirklich gutes Beispiel, wo man sieht, innerhalb von nur 400 Jahren Manhattan, jeder kennt die untere Aufnahme hier in diesem National Geographic Beitrag, aber vor gar nicht langer Zeit waren da Lagerfeuer, Dörfer und das Einzige, was man heute noch, wo sich heute noch die alte Landschaft durchpaust, ist die Wall Street, sozusagen die Befestigungslinie der niederländischen Befestigung. Wenn wir uns das also klar machen, wie sich auch in kürzester Zeit Landschaft schon sehr stark verändern kann, dann müssen wir nochmal einen Blick werfen auf die Besonderheit archäologischer Denkmale. Wir sind ja hier in Norddeutschland, haben wir es hauptsächlich zu tun. Wir sprechen auch von Bodendenkmälern. Viele Dinge sind im Boden. Manche pausen sich zum Beispiel durch Luftbilder an die Oberfläche durch. Die können durch Begehungen gefunden werden. Viele werden bei Baumaßnahmen entdeckt. Aber die Landschaft hat sich sehr, sehr stark verändert, was nicht heißt, dass im Boden nicht archäologische Denkmale nach wie vor sind. Einige wenige von diesen Denkmalen haben sich bis auf die heutige Zeit sozusagen erhalten und stehen über Jahrtausende an der Stelle, während sich die Landschaft ringsherum immer verändert. Wie Leuchttürme überdauern sie die Jahrtausende. Das ist hier die Schmalseite des sogenannten Fisbecker Bräutigams, ein riesengroßes Megalithgrab in der Nähe von Vechta. Und dann müssen wir uns nochmal eins klar machen, dass, wie ich sagte, diese Großsteingräber zum Beispiel stehen bleiben seit Jahrtausenden, während sich die Landschaft verändert. Und wenn wir hier mal einen Blick werfen auf die sogenannten sieben Steinhäuser, ein hervorragend gut erhaltenes Gräberfeld aus Megalithgräbern auf dem Gebiet des heutigen Truppenübungsplatzes in Bergen. Man kann dort an Wochenenden hingehen, aber die Landschaft hat sich komplett verändert. Das, was Sie hier sehen können, ist einmal die Lüneburger Heide war in dieser Zeit, das ist hier im 17. Jahrhundert, nahezu waldfrei. Es war eine ganz offene Landschaft, aber man sieht die Hünengräber, Großsteingräber, Megalithgräber, wie sie hier auf ihren Hügeln die Landschaft bestimmen. Wenn wir uns jetzt aber das Gelände heute ansehen, ist das sehr stark überprägt. Es gibt dort Wälle, Splitterschutzwälle für etwaige Querschläger der militärischen Übungen, um die Denkmale zu schützen. Also die Landschaft hat sich komplett verändert. Und dieses ist noch eine andere Ansicht. Wir sehen hier weit und breit keinen Wald, sehr gut erhaltene Denkmale. Das führte dazu, dass es schon im frühen 19. Jahrhundert Bemühungen gab, diese Dinge zu
registrieren. Und eigentlich die erste große Arbeit war ein Zeitgenosse, muss man sagen, von unserem Freiherrn, unserem Kammerherrn von Esdorf, war Johann Karl Wächter, der eine Statistik der im Königreich Hannover vorhandenen heidnischen Denkmäler gemacht hat. Und man sieht hier, wie er das dann auch rechts am Ufer, rechtes Ufer der Ilmenau, linkes Ufer und dann nach den Orten hat er das sortiert, wie viele Dinge er da gefunden hat. Das ist tatsächlich aber eher eine Statistik, es ist noch keine echte Landkarte. Und wenn wir da mal ein bisschen reinblättern, dann sehen wir, dass Sorglosigkeit, Unbedachtsamkeit sind hier, Unwissenheit, sodass hier Dinge zerstört werden, dass hier offensichtlich Gräber für den Bau, in der Mitte kann man das sehen, Bau und Besserungsmaterial zu Häusern, Dämmen und Wegen, werden diese Dinge zerstört und er hält also ein Plädoyer dafür, diese Denkmale doch zu erhalten. Das soll, es gibt zum Beispiel hier nicht allein, dass das mutwillige Zerstören der Denkmäler verboten ward, es ward auch die Erhaltung derselben mittels umhergepflanzter Eichen angeordnet. Also das ist ein Vorbild, das er sich hier nimmt, denn im Großherzogtum Oldenburg hat es diese denkmalpflegerischen Maßnahmen schon sehr früh gegeben und er regt an, das doch sozusagen bundesweit, hätte ich was gesagt, zu machen. Wenn wir uns jetzt hier mal ansehen, was er hier fordert, dann sagt er, wir müssen diese Quellen, diese verschiedenen Baudenkmäler, wie er sagt, retten und registrieren und für die Nachwelt erhalten. Und ganz bemerkenswert ist, er fordert eine Landkarte zu erstellen, wo er sagt, wir brauchen hier ein Kartenwerk, das wäre eigentlich das Beste und das müssen wir zeigen. Er hat tatsächlich einige wenige Karten aufgenommen in seinem Sammelwerk, das ist ja aber hier nur das oben links. Das Grab C in seiner Darstellung ist das Megalithgrab unten links, also Bahnsen im Amt Ebstorf, während das ist auch das hier auf dem Foto, während das andere nicht mehr da ist. Man sieht gleich im Kontrast zu von Esdorf, dass das wirklich nur eine sehr oberflächliche Darstellung ist. So, hier ist jetzt die Szene mit dem Atlas, jetzt kann man es auch hervorgehoben, genau in der Mitte. Es wäre doch wünschenswert, für die Wissenschaft einen Atlas, einen vollständigen Atlas anzulegen und das regt er unbedingt an. Einen solchen Atlas gibt es schon auch, ein Zeitgenosse von Esdorf hat es angelegt, Friedrich von Hagenow, der das Ganze mit der Insel Rügen mal gemacht hat. Auch dort eine sehr reiche archäologische Kulturlandschaft, die er aufgenommen hat, alle ihm zugänglichen Denkmale erfasst und der Vergleich mit der heutigen Situation zeigt, wie groß der Verlust eigentlich ist. In dieser Zeit, in der ersten Hälfte, erstes Drittel des 19. Jahrhunderts, ist auch ein Besucher, ein britischer Reisender, John Mitchell Campbell, hier in der Gegend um Uelzen unterwegs. Er ist in Niedersachsen vor allen Dingen unterwegs, weil er nach den Wurzeln der Angeln und Sachsen sucht. Das ist das, was ihn eigentlich antreibt. Und er ist auch fasziniert von der Landschaft, diese große Heidelandschaft der Lüneburger Heide fasziniert ihn. Und er möchte hier gerne darauf hinweisen, dass die Landwirte, also sagt dort einfach, wie es ist, eine traurige Seite hat das Ganze. Denn die Landwirte zerstören die Grabhügel, sie zerschlagen Artefakte, weil sie denken, da könnte Gold und Silber drin sein. Sie geben es ihren Kindern zum Spielen und sie machen alles kaputt. Und was ich eigentlich besonders lustig finde, ist, dass er am Ende sagt, also das wird auch teilweise an Hausierer verkauft oder was fast ebenso schlimm ist, den Händen des Privatsammlers übergeben. Das findet also ganz gruselig, diese Vorstellung. In dieser Situation der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt jetzt das große Werk von
Karl von Estorff, einer sehr schillernden Persönlichkeit, geboren 1811, 1877 gestorben. Er ist in der Nähe von Uelzen aufgewachsen, in Versen. Das gehört heute zu Uelzen. Und er hat dort im Auftrag der Historischen Kommission für Niedersachsen diese archäologischen Denkmale im Bereich von Uelzen aufgenommen. Mit zahlreichen Tafeln und einer illuminierten archäologischen Karte. Ganz entscheidend bei diesem Werk ist die Zusammenarbeit mit Herrn Hagen. Herr Hagen ist der Stadtförster Uelzens gewesen und vor allen Dingen der Lehrer an der örtlichen Zeichen-Grafikschule. Und er hat diese hervorragenden Grafiken erstellt, die hier auf dem Deckblatt zu sehen ist, sozusagen eine bunte Darstellung dessen, was dann nachher kommt. Wir haben hier dann Topographie, Archäologie, Mythologie und Geschichte als Stichworte und eine kleine Auswahl unterschiedlicher Denkmale hier sozusagen vorweggenommen. Von Estorff ist ein sehr gebildeter Adeliger, der mit sehr viel Energie diese Dinge aufgenommen hat. Er ist sehr gelehrt, rechts sehen wir ihn mit seiner Tochter. Er ist aber auch eine sehr schwierige Persönlichkeit. Da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber er taucht zum Beispiel in seinen späteren Lebensjahren in Niedersachsen nicht mehr auf. Das hängt wohl zusammen mit Rechtsstreitigkeiten mit seiner Frau, aber vor allen Dingen auch mit dem Vorwurf, er hat wohl jähzornig seinen Diener in Göttingen erschlagen und befürchtet nun auch staatsanwaltliche Konsequenzen. Also da will ich nicht näher drauf eingehen. Dieses ist hier jetzt die Karte und ich will das hier vielleicht mal kurz zeigen. Wir haben natürlich in der Bibliothek des Landesamtes eine Ausgabe der heidnischen Altertümer in der Gegend um Uelzen. Unser Arbeitsexemplar ist eine ganz normale Schwarz-Weiß-Kopie. Inzwischen gibt es eine ganz hervorragende digitale Version im Internet und diese Version ist digitalisiert oder die stammt aus dem Institut des Deutschen Archäologischen Instituts in Rom. Ich möchte das hier gar nicht groß aufklappen, aber vielleicht nur an einer Stelle. Es ist hier eben diese hervorragende Karte abgebildet. Unser Bibliothekar, Herr Strauz, hat mir das sozusagen aus dem Giftschrank hier zur Verfügung gestellt. Es ist gerade so an der Grenze dessen, dass man das hier ohne Handschuhe anfassen darf. Und das ist wirklich ein ganz bedeutendes Werk. Jetzt habe ich es einmal im Original gezeigt. Wenn wir uns die Karte mal ansehen, welche Gegend das ist, ich habe die jetzt hier mal auf die moderne Landkarte gelegt, die ist nicht ganz genordet, ist so ein bisschen schräg, das muss man, wenn man sich gleich ein bisschen orientieren will, einfach mal wissen. Und wenn wir uns hier mal rauszoomen, dann sehen wir hier, welche Gegend das ist. Das ist in etwa, hier erkennen wir es ja ganz deutlich, zwischen Lüneburg und Salzwedel, so ungefähr die Gegend des heutigen Landkreises Uelzen. Wir müssen uns deutlich machen, dass die Gegend, die Herr von Estorff damals gesehen hat, komplett anders aussah als heute. Das war eine total freie Landschaft, seit der Bronzezeit von Menschenhand komplett überprägt. Es gab dort fast keinen Baum. Das wird sowohl beschrieben als auch naturwissenschaftliche Daten zeigen das. Wir haben Bildquellen wie diese zum Beispiel. Wir sehen hier eine Situation, wie wir uns das vielleicht vorstellen können, im archäologischen, im historischen Freilichtmuseum von Hösseringen. Das liegt wenige Kilometer südlich von Suderburg. Das ist heute ein dichter, tiefer Wald, wo dieses Museumsgelände mit so einer idealtypischen Heidelandschaft rausguckt. Wenn wir uns das heute mal ansehen, das ist hier diese Waldgegend zwischen Hösseringen. Da ist das Museum so ein bisschen weiter im Süden und Suderburg. Dazwischen richtig viel Wald. Wenn wir uns auf der Karte von Estorff das ansehen, dann stellen wir fest,
Er hat Wälder auch eingezeichnet, hier und da sehen wir die auch, aber die meisten Bereiche in seiner sehr hochauflösenden und wirklich wohl offensichtlich sehr gut dokumentierten Karte ist waldfrei. Das müssen wir uns klar machen. Das heißt, viele der archäologischen Denkmale, die es damals gab und die vielleicht heute auch noch da sind, sind, wenn überhaupt, im Wald erhalten, sonst sind sie der Landwirtschaft zum Opfer gefallen. Das ist hier so eine Situation, man verdichtet eine prähistorische Landschaft, die mit Megalithgräbern, Steinreihen, Grabhügeln, eine Situation darstellt, wie sie heute eigentlich an keiner Stelle, ich möchte fast sagen, in Europa so in dieser Dichte kaum noch erkennbar ist. Blättern wir mal durch sein Buch, hier hat er die Vorrede und da sagt er, warum das alles so ist. Wir müssen sehen, das ist hier zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wir sind hier geprägt durch die Befreiungskriege, da ist also ein gewisses Nationalbewusstsein da drin, aber nicht nationalchauvinistisch. Das ist ganz bemerkenswert gegenüber späteren Untersuchungen oder Äußerungen zu archäologischen Fundstellen und Verwendung für aktuelle politische Ziele sozusagen. Wir sehen daran, wen er dort alles zitiert, im Grunde genommen Herodot, Plutarch, Tacitus und so weiter. Er schildert alles, was an Schriftquellen damals da war und macht sich auch klar in seiner Einleitung, dass wir es hier mit archäologischen Fundstellen zu tun haben, die keine Schriftlichkeit überlegt haben. Und das bereitet ihm auch Kopfzerbrechen. Übrigens, das hier nur als kleiner Gag, er hat ein Megalithgrab abgebildet, das nicht in Niedersachsen liegt, nämlich das liegt bei Albersdorf in Dithmarschen. Das ist tatsächlich so groß, wie er es hier abgebildet hat. Vielleicht wollte er da auch noch mal was ganz Großes, das haben wir aber, sowas Riesiges haben wir in Niedersachsen leider nicht. Interessant ist auch diese zahlreichen Tafeln. Ich habe die jetzt einfach mal so zusammengestellt. Die Archäologinnen und Archäologen unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, die sehen natürlich sofort, dass hier verschiedene Epochen zusammengefasst worden sind. Da habe ich jetzt leider nicht die Zeit, näher darauf einzugehen. Das Gleiche sind die Eisensachen, wo wir erkennen können, verschiedene Artefakte, die typisch sind für die vorrömische Eisenzeit, gerade diese typischen Gürtelhaken und die Nadeln, aber wir sehen dort auch Fibeln, die einige Jahrhunderte später sind. Dieses chronologische Know-how fehlte ihm. Dann haben wir dort jede Menge Detailkarten und das ist natürlich super spannend, wenn wir jetzt uns diese Kartenausschnitte ansehen und sie vergleichen mit heute. Unten rechts sehen wir den Stadtwald von Uelzen, der auch heute noch eine hohe Dichte, der Uelzener Stadtforst hat heute auch noch im Wald eine hohe Dichte archäologischer Denkmale. Er listet das alles sehr haarklein auf nach verschiedenen Artefakttypen, was er wo wie gefunden hat. Er hat hier einen Katalog, wo er das alles haarklein beschreibt. Und hier haben wir nochmal einen Blick auf die Nadeln. Auch hier sehen wir Nadeln aus einer vier Jahrhunderten Bandbreite. Das Gleiche gilt für die Ringe, die aus den Gräbern kommen. Er hat zum Teil selber gegraben, hat eine riesige Sammlung angelegt. Steinwerkzeuge, auch hier sehen wir alte Objekte und jüngere in einer Tafel zusammengestellt. Interessant ist, dass er diese Grabdenkmale als Toten- und götterdienstliche Denkmale von Erde bezeichnet. Damit meint er vor allen Dingen die Grabhügel. Also er geht davon aus, dass das so etwas Sakrales auch hat, womit er wahrscheinlich auch gar nicht ganz falsch liegt. Dann haben wir hier nochmal verschiedene, ich will das jetzt nur einmal durchblättern, ich möchte ja nicht auf andere Dinge zu sprechen kommen. So, jetzt haben wir hier mal verschiedene Artefakte, das ist hier natürlich wunderbar für Studierende zu Beginn ihres Studiums, das hier mal auseinander zu klamüsern, was wo hingehört, sozusagen chronologisch zu sortieren. Er hat dann einige Denkmale sehr detailliert
erfasst und kommt auch zu einer Klassifikation. Er hat hier mal so die ihm als typisch vorkommenden Megalithgräber gezeigt und hat macht sich Gedanken darüber, was das Ganze wohl zu bedeuten hat. Interessant ist, er hat das wirklich sehr detailliert mit seinem Kollegen Hagen aufgenommen. Hier zum Beispiel ein Grenzgraben, der mitten durch dieses riesige Megalithgrab, durch dieses Langbett geht. Interessant ist jetzt forschungsgeschichtlich, dass er sich Gedanken macht. Wir müssen wissen, er ist tatsächlich mit allen intellektuellen, wichtigen Leuten, die sich für Geschichte und Archäologie interessieren, seiner Zeit in Korrespondenz. Unter anderem auch mit Thomsen, dem Skandinavier, der das Dreier-Periodensystem entwickelt hat und gesagt hat, es gibt eine Abfolge von Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit. Im Grunde genommen sind wir heute ja noch in der Eisenzeit. Und er macht sich Gedanken. Wenn wir uns das hier ansehen, dann sehen wir Gefäße teilweise aus der Jungsteinzeit, aus der Bronzezeit und auch jüngere Typen aus der römischen Kaiserzeit. Und er macht sich nun, unten rechts sehen wir Herrn Thomsen, Gedanken darüber, ob das wohl so ist. Denn er sagt, er sieht eigentlich keine Hinweise dafür, dass hier bestimmte Objekte abgeschlossenen Zeitperioden zuzuordnen sind. Ein wichtiges Argument dafür ist, dass er in seinen Befunden, da gibt es die Diskussion um geschlossenen Fund und so weiter, weiter Nutzung von prähistorischen Grabstätten durch jüngere Epochen, das gibt es alles noch nicht. Und er sagt, wir haben hier ja in einem Grabhügel sowohl die ganz alten Sachen, die Steine, vielleicht Dolche eines spätneolithischen Grabes, und dann findet er dort bronzezeitliche Objekte und vielleicht auch Nachbestattungen aus der römischen Kaiserzeit. Er sagt, das passt alles nicht, das muss gleichzeitig sein. Ich glaube das nicht, was Herr Thomsen da sagt. Das ist hier im Grunde genommen die ja heute in Marmor gemeißelte Abfolge von Steinzeit, Bronzezeit und dann die Eisenzeit. Ich habe das hier mal spontan fotografiert, das hängt hier über meinem Schreibtisch im Büro und zeigt so ein wenig auch die Einstufung in diese groben Epochen, die Herrn von Esdorf noch unbekannt sind. Interessant ist nun die Schlussfolgerung, die er aus seinen Untersuchungen zieht. Tausende von heidnischen Baudenkmalen aus Erde oder Stein beurkunden ein sehr frühes Bewohnen der hiesigen Gegend und empfiehlt die Erhaltung solcher Denkmale. Und er sieht es kritisch, dass viele von den Anlagen unbemerkt im Mammon geopfert werden und dass hier Ereignisse einer vorhistorischen Zeit wissenschaftlich genau zu untersuchen sind, denn nur so kann man sie auch der Nachwelt erhalten. Und interessant ist, dass er in einer Anmerkung sagt, das ist ja hier alles ganz schön, dass das Königliche Ministerium des Inneren an die Obrigkeiten eine Aufforderung erlassen hat, diese Denkmale zu schützen. Das ist ja alles ganz prima, aber er fordert eigentlich ein echtes Denkmalschutzgesetz. Insofern ist er tatsächlich einer der Begründer des Denkmalschutzes. Er hält diese Gegend rund um Uelzen für ein archäologisches Archiv von Deutschland weiter Bedeutung. Und so ist es dann auch ganz interessant, dass eine große Zahl an Stücken, ich glaube etwa so 150 Objekte aus seiner Sammlung, bilden tatsächlich auch den Grundstock des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg, wo er sich auch bei der Gründung sehr engagiert hat. Das nur am Rande erwähnt. Wenn wir uns jetzt mal kurz angucken, wie er da vorgegangen ist, dann sehen wir hier so eine Darstellung, vielleicht einer seiner Helfer, vielleicht ist es hier von Hagen. Das sieht so aus heutiger Sicht aus, als wenn er dort mit Vermessungsgerät daneben steht. Tatsächlich wissen wir, dass die Arbeiten sehr, sehr kleinteilig und sehr traditionell erfolgt sind. Natürlich noch ohne Differential-GPS, wie wir das heute machen, ohne Airborne Laserscan-Daten, die uns helfen, die Denkmale aufzunehmen. Diese Archivalie hat mir mein Kollege Fred Mahler, der Kreisarchäologe aus Uelzen, zur Verfügung gestellt. Wir wollten eigentlich in diesem Jahr eine Tagung machen zu Herrn von Esdorf. Das ist so ein spannendes Thema. Das ist jetzt wegen Corona verschoben. Vielleicht klappt es im nächsten Jahr, hoffentlich. Wenn wir uns diese Grafik mal ansehen, dann stellen wir fest, ein typischer Aufnahmebogen, so ist er vorgegangen. Mit Tinte auf Papier,
Nordpfeil ist auf allen seiner Grafiken mit drin und eine Skizze. Und wenn wir uns das hier ansehen, dann sehen wir rund um diese Skizze des Megalithgrabes A, B, C, D und so weiter. Und wenn wir das jetzt uns mal ansehen, da oben steht perspektivische Ansicht eines heidnischen Steindenkmals aus Granit südöstlich von Emmendorf, Amt Medingen. Das ist da oben in der ersten Zeile. Und wenn wir uns jetzt mal hier ansehen, ich habe das hier mal daneben geschrieben, da danke ich ganz herzlich meiner Kollegin Anke Mattes, die eine große Lockerheit im Umgang mit dieser schwierigen Handschrift hat. Und sie hat mir das einfach mal hier ganz schnell transkribiert. Da sehen wir den Abstand. Er hat also zwischen den Megalithgräbern A, B, C und dann steht da drin, der Abstand B ist zum Beispiel 30 Schritte und dann gibt es da auch etwas 2 bis 3 Schritte und so weiter. Und gucken wir uns mal die weitere Beschreibung an, ist das auch ganz interessant. Da oben sehen wir zum Beispiel Richtung nach der Ilmenau, damit man ungefähr weiß, wo das liegt. Und dann beschreibt er hier Dinge. Da sagt er, C und F sind umgefallene Steine, macht sich also so seine Gedanken, was das wohl alles sein könnte und vermutet auch einen Eingang hier. Und am Ende sagt er Postskriptum, das hat er später, das Ganze ist 1836 passiert. Und nun hat er am Ende einige Jahre später noch hinzugegeben, dieses im Sommer von mir abgezeichnete und gemessene schöne Denkmal ist später bis auf weniges egoistischer Zwecke wegen zu Bauten fast ganz zerstört werden. So, jetzt kurz die Leistung des Grafikers, wie ich sagte, Herrn Hagen. Herr Hagen hat also diese handschriftliche Feldskizze dann anhand der Angaben jeweils im Studio, würden wir heute sagen, umgezeichnet und kommt dann hier zu dieser Darstellung, die ziemlich auch die handschriftliche Skizze ist eigentlich ganz schön genau, wenn man sich das ansieht. Ja, hat da hinten finden sich dann schon mal so gewisse Interpretationen. Auf der handschriftlichen Skizze wird das Zentral oder das die Grabkammer recht klein gesehen. Wahrscheinlich ist durch die spätere Diskussion man zu dem Schluss gekommen, es ist wohl eine größere Grabkammer. Wenn wir dann mal schauen in die Details dieser Karte, dann gucken wir einfach mal auf den Rand der Karte. Da hat er diese ganzen Megalithgräber, die wichtigsten, größten, auf den Rand seiner archäologischen Karte gezeichnet, beziehungsweise Hagen hat das gemacht. Wir sehen hier, wie vorhin schon gesagt, die Karte ist ein bisschen verrutscht. Die ist nicht ganz genordet, aber wir sehen im Zentrum Uelzen und das Ganze geht ungefähr, Hitzacker sehen wir da, die Elbe, Lüchow unten rechts und das Ganze geht ungefähr bis etwa Unterlüss. So, das bildet tatsächlich auch bis heute eine Basis für unser archäologisches Archiv. Das ist das, mit dem wir heute arbeiten und das ist hier so für das Lüneburgische eine erste Signaturempfehlung, die gar nicht, also viele von diesen Dingen sind behalten, zum Beispiel das dritte dort, das Megalithgrab, das werden wir gleich, das Großsteingrab, Hünendenkmäler werden wir gleich auch nochmal sehen. Heute sind diese Gräber eigentlich nur dann erhalten, wenn sie im Wald liegen. Auch das Gleiche gilt für die Grabhügel, die sind im Wald zum Teil noch ganz gut erhalten. Und die sind hier kartiert. Alles, was rot eingezeichnet ist, sind eher so die Erddenkmale. Das sind auch Gruppen in der Regel, Gruppen von Grabhügeln. Und blau umrandet sind Großsteingräber. Wir sehen hier die Legende, verschiedene Arten von Denkmalen. Er hat auch historische Schlachten dort mit notiert. Das ist auch ganz spannend. Er ist militärisch geprägt, hat dort wahrscheinlich auch noch ganz gute Informationen über Schlachtfelder. Auch das ist etwas, was meines Erachtens noch gar nicht historisch ausgewertet wurde, das Potenzial in diese Richtung. Was wir in jedem Fall sehen, Laubholz, Nadelholz, Moor, Berg, Teich hat er dort mit dabei. Da sehen wir, wie stark die Landschaft sich verändert hat. Und sehen wir uns mal hier so ein Detail an, das Lange, das finden wir dann auf dem Rand, oben rechts auf der Karte wieder. Und ich habe hier mal spaßeshalber ein Fußballfeld dazu gemalt. Das ist eines dieser Megalithgräber, ungefähr 100,
13 Meter lang, so ein wahrscheinlich kammerloses Langbett. Hier ist so eine Landschaft, die besonders spannend ist, und da möchte ich jetzt mal kurz die Veränderung der Landschaft exemplarisch feststellen. Das ist hier die Gegend zwischen Altmedingen, Medingen, Hasel, Säcklendorf, Niendorf. Diese Orte sehen wir gleich wieder. Das ist eine Detailkarte von Esdorf, die wir jetzt, das ist dieses Stück, ich habe es gerade schon mal gezeigt, das ist dieser Ausschnitt sozusagen umgesetzt in einer perspektivischen Darstellung, und das ist der Plan, der für einen archäologischen Denkmalpfleger schon ein Gefühl der Beklemmung, deswegen hat es mich auch gereizt, dieses Referat Verluste zu nennen. Es ist tatsächlich unglaublich, was wir an Verlusten anhand dieser, allein dieses Kartenausschnittes darstellen können. Ich habe das jetzt mal auf die moderne Karte gelegt. Wir sehen oben Säcklendorf, unten Niendorf und oben Hasel. Diese Karte ist sozusagen an die Ausrichtung der, das ist nicht genordet, ist an die Karte des von Esdorf angepasst. Und jetzt machen wir mal so einen Morph. Wir nehmen mal das langsam ein bisschen zurück. Blasser, es wird immer blasser, jetzt ist es weg. Und jetzt sehen wir riesengroße Felder, keine kleinteiligen Strukturen, keine Grabhügel, keine Megalithgräber, nichts. Das ist natürlich ganz bitter. Wir holen es mal wieder rein. Wir sehen da zum Teil auch Zeichnungen von Flüssen, von Wäldern. Diese ganze Situation ist heute komplett überprägt. Es gibt nur eine Ecke, unterhalb, sozusagen links unterhalb von Hasel. Das ist hier jetzt ein Blick in unser Fachinformationssystem. Das ist hier die Version für die Fachleute, für die Forschung und die Denkmalpflege. Und da sehen wir, auch diese Karte ist sozusagen ausgerichtet wie das Detail von Herrn von Esdorf. Wir sehen da Signaturen, Kreise sind Grabhügel und diese Tische, wie ich sie vorhin schon zeigte, sind Großsteingräber, und wir erkennen, dass die meisten von denen durchgestrichen sind. Aber da gibt es auch so ein grünes Zwickel da in der Mitte des Bildes. Das ist jetzt hier wieder nach Norden ausgerichtet, so wie wir es gewohnt sind. Archäologinnen und Archäologen, die denken immer gerne in Norden, um sich zu orientieren, damit man das besser sehen kann. Wir erkennen hier zwei Flächen, in denen noch einige Denkmale resthaft erhalten sind. Auf diesem Airborne Laserscan stellen wir fest, erstens, die ganze Landschaft ist komplett glatt gebügelt worden. Und in dem grünen Bereich, da oben, die ganzen durchgestrichenen Denkmale, in dem grünen Bereich gibt es die sogenannten Königsgräber von Hasel. Und da sehen wir auf dem Airborne Laserscan eigentlich ganz schön hier eingekreist eines dieser großen Megalithgräber. Es gibt da auch welche, die noch sehr viel besser erhalten sind. Das ist das, was ich gerade eingekreist habe. Und hier sehen wir ein Megalithgrab, das hervorragend erhalten ist, eigentlich besser erhalten, als es von Esdorf gesehen hat. Das ist nämlich nach den Grabungen von Jakob Friesen in den 30er Jahren, 20er, 30er Jahren auch wieder aufgerichtet worden. Also ganz so gut war es wohl zu Esdorfs Zeiten gar nicht erhalten. Im Hintergrund sehen wir noch weitere Grabgruppen. Interessant ist jetzt, wenn wir mal sehen, diese ganzen Megalithgräber, und um mal eine Zahl zu nennen, Esdorf hat 219 Großsteingräber dokumentiert und hat viele von diesen tollen Dingen abgebildet, nicht alle, aber sehr viele, und von denen, die ich jetzt hier abgebildet habe, ist keines mehr erhalten, alle weg. Und das können wir hier eigentlich ziemlich gut sehen, also wenn wir die Zahl uns mal ansehen, Esdorf hat 219 gesehen, 29 sind da, 12 sind als gut erhalten angesehen. Das heißt, wir haben hier mal so eine Aufnahme der Mitte der 40er Jahre, ein Vorher, Nachher, und sehen, vieles ist weg. Und nun gibt es was ganz Interessantes. Von Esdorf hat sich dafür stark gemacht, dass bestimmte herausragende Gräbergruppen gekauft werden, sichergestellt werden. Und es sind eine ganze Reihe. Wir haben in Landesbesitz Megalithgräber im ganzen Bundesland, ich glaube 30, 40 Megalithgräber, die in staatlicher Obhut sind, natürlich dann auch gepflegt werden müssen.
Und wenn wir uns mal dieses hier ansehen, eines der Königsgräber, der sogenannten Königsgräber von Hasel, dann sehen wir hier ein Schild Staatseigentum. Das ist eine Art Ausrufezeichen, geht hier nicht ran, macht das hier nicht kaputt. Und ein weiteres Beispiel, ich will hier nur schnell mal durchzappen. Wir haben hier auf dieser Karte, wo diese unterschiedlichen Arten von Grabhügeln gezeigt werden, in der Mitte Grabhügel, die er zum Teil auch angeschnitten hat, selbst gegraben oder gesehen hat. Viele von diesen Gruben sind des Grabhügels sind als Sandgruben genommen, sodass man bestimmte Stratigraphien dort sogar erkennen konnte. Und er hat dort hier einige Detailkarten. Hier geht es um die Grabhügel, die Erddenkmale, wie er sie nennt. Auch da sind neolithische Anlagen. Aber wir sehen dann in der Mitte des Bildes rechts zum Beispiel Urnenfelder, die gar nicht groß überdeckt sind in einer Phase, in der Grabhügel diese Dinge nicht mehr geschützt haben. Und dann hat er hier eine wieder perspektivische Ansicht, wie das ungefähr aussah, und eine Umzeichnung in der Karte. Und wir sehen natürlich eine große Fülle von toll erhaltenen Grabhügeln. In der Mitte sehen wir übrigens einen Fluss dahin plätschern oder einen Bachlauf und ein Moor. Das ist heute auch komplett überprägt. Das erkennen wir noch einigermaßen gut, wenn wir uns hier die Bodenkarte angucken. Das ist diese Art Blinddarm in der Mitte, diese grau-blaue Fläche, die dort dieses alte Gewässer anzeigt und uns hilft, diese Karte von Estorf zu lokalisieren. Hier ein Blick in unser Fachinformationssystem. Auch da wieder wahnsinnig viele Dinge durchgestrichen, aber es sind noch einige da. Und das, was natürlich ganz toll ist, das ist wirklich ein großer Schatz, dass die niedersächsische Landesvermessung inzwischen ganz Niedersachsen hochauflösend mit Airborne Laserscan beflogen hat. Das heißt, aus der Luft wird mit einem Laserstrahl der Boden abgetastet und dann erkennen wir dort Dinge im Wald, trotz Blättern an den Bäumen. Das muss natürlich dann in einer vegetationsarmen Zeit gemacht werden. Und wir erkennen jetzt hier diese beiden Grabhügelfelder, die von Estorf noch gesehen hat, und diese Art wie Pickel, könnte man fast sagen, diese kleinen Erhebungen, das sind Grabhügel. Und was wir auch sehen, ist hier im Detail unten rechts, das ist hier der identische Bildausschnitt mit Waldbedeckung, so können wir ganz gut sehen, warum einige Dinge noch erhalten sind, nämlich unter Wald, und einige nicht. Und hier sehen wir auch ein typisches Phänomen in der Nähe von Grabhügeln, nämlich bäuerlichen Sandstich, wie es so schön heißt. Also viele von diesen teilweise auch auf erhöhten Sandrücken der Eiszeiten errichteten Grabhügel sind jetzt abgeräumt. Es ist da hat man Sand abgebaut und ist auch teilweise direkt in die Grabhügel reingegangen, weil das schön komfortabel war, muss man nicht groß schaufeln, man kann das einfach direkt in seine Schiebkarre packen. Interessant ist das, wir haben gerade leider im Moment auch geschlossen, aber vielleicht klappt das ja, dass wir die ab Januar zeigen können, die Ausstellung Bodenschätze 2.0 im Forschungsmuseum in Schöning. Und da haben wir uns aus Fallingbostel, die sogenannte Prinzessin von Fallingbostel, ausgeliehen, eine, wie wir inzwischen glauben oder eigentlich wissen, eine Bestattung, eine reiche Frauenbestattung. Hier ein Blick in die Ausstellung. Diese reichen Metallfunde sind eingesammelt worden von einem Knecht, der im Auftrag seines Chefs, seines Landwirtes, losgegangen ist, um Sand zu schaufeln und hat diese ganzen Sachen gefunden. Man dachte zuerst, das sei ein Hortfund, aber es ist wohl tatsächlich die Beigaben einer reichen Frauenbestattung. Leider haben wir zu dem ganzen Befund überhaupt nichts mehr. Das würde jetzt zu weit führen, wenn ich darauf eingehe. Aber jetzt möchte ich kurz nochmal erwähnen, warum eigentlich dieser Verlust so unglaublich beschleunigt, insbesondere seit der Mitte des 19. Jahrhunderts vorangegangen ist. Und da haben wir hier mal eine Karte, die von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zum Jubiläum gemacht worden ist. Vor einigen Jahren hatten sie ein hohes Jubiläum, 150 Jahre meine ich, bin nicht mehr ganz sicher, ich glaube ja. Was wir hier jedenfalls erkennen können, sind schon Eisenbahnlinien. Und eine der ganz frühen Eisenbahnlinien war die Linie zwischen Hannover und Hamburg über Lüneburg.
Wir sehen auch die Eisenbahnlinie zwischen Bremen und Hannover und Linden noch als eine starke, große, aufstrebende Industriestadt, fast bedeutender als Hannover. Und was wir dann auch sehen, wenn wir uns die Gegend ansehen, zwischen Lüneburg und Celle, der Bau großer Chausseen. Wir wissen, dass diese Steine wunderbares Baumaterial waren und es gibt dort Dinge, die wir immer wieder auch an Megalithgräbern, an großen Steinen sehen. Das sind diese charakteristischen Löcher in Linien, wie die Perlen auf der Schnur in den Stein gehackt, um sie zu spalten. Und dann haben wir vor allen Dingen offensichtlich natürlich in den Grabhügeln, die häufig Steinpackungen haben, die hat man, weil das alles so schön komprimiert zusammenlag, hat man Grabhügel auch ausgeräumt, um an die Steine zu kommen, die man brauchte. Im linken Bild sieht man das, so einen idealen Querschnitt einer Straße, die befestigt ist, dass man mit Fuhrwerken da gut rüberfahren konnte. Und dafür sind sehr, sehr viele Denkmäler kaputt gegangen. Und dann natürlich die Modernisierung der Landwirtschaft, das heißt die Erfindung der Dampfmaschine, der Einsatz von riesigen Pflügen, die diese gerade in der Lüneburger Heide total karge Landschaft dann versucht hat, durch Tiefpflugmaßnahmen sozusagen zu erschließen. Und dann kommt noch eins hinzu, und da sind sicherlich die meisten Denkmale über den Deister gegangen, wie man so schön sagt. Wir haben hier mal eine Situation, eine Karte, in der wir kartiert haben, die Besitzungen einzelner Landwirte, ganz kleinteilige, man möchte noch nicht mal Handtücher sagen, kleine Streifen, das sieht fast eher aus wie Schrebergärten als wie moderne Landwirtschaft. Und wir wissen ganz genau, wem was gehörte. Da sehen wir rechts die unterschiedlichen Arten von Landwirten, die Vollhöfer und die Brinksitzer. Und dann sehen wir hier kurz danach, Mitte des 19. Jahrhunderts, 1855, wie diese ganzen Felder neu aufgeteilt werden, um sie effizienter, landwirtschaftlich effizienter hinzukriegen. Und das ist hier etwas, wo wir sehen, dass diese ganzen Knicks, diese ganzen Wallhecken, die ja viele von diesen Denkmälern auch geschützt haben, einfach nicht mehr da sind. Und das Baumaterial, das ist ja schon bei den genannten Altvorderen zitiert worden. Wir haben vor allen Dingen dann, als die großen Höfe kommen, wir haben hier als Fundamente für gerade die großen neuen Scheunen Riesenbedarf an großen Steinen. Und da ist sicherlich auch sehr viel in der Bauwirtschaft verloren gegangen. Also die Landschaft hat sich komplett verändert. Wir sehen hier so ein Grabhügelfeld. Das ist hier, so sah die ganze Lüneburger Heide sicherlich aus. Das ist so das, was wir uns so vorstellen. Ach, so dieser Sehnsuchtsort, da ist die Welt noch in Ordnung, Natur. Dabei ist diese Heidelandschaft, wie wir sie heute auch noch sehen, wie sie auch touristisch vermarktet wird und sicher auch ein ganz wichtiges Stück Kulturlandschaft ist nur deswegen so, weil der Boden damals in der zeitlichen Tiefe überansprucht wurde. Das wurde alles rausgerodet. So sah das aus, als von Esdorf da war. Und heute sind solche Situationen eigentlich nur noch abbildbar, weil sie systematisch entkusselt werden. Die Bäume, wenn sie zu hoch werden, werden sie rausgerupft und so weiter. Sonst wird das in 0, nicht zuwuchern. Und das ist auch tatsächlich hier passiert. Hier nur der Beispiel. Ich sagte, hatte vorhin schon diese großen Waldgebiete gezeigt. Also Unterlüss. Das ist hier so ein Bild von den Landesforsten, die Wanderwege anbieten. Das ist eines der größten Waldgebiete, zusammenhängenden Waldgebiete, die wir in Deutschland haben. Und jetzt kommt noch ein anderer Aspekt, der auch ganz klar ist. Es ist nicht nur die Verkoppelung der Felder und der Wegebau und Eisenbahnbau, sondern es ist auch die moderne Landwirtschaft. Wenn wir also hier Aquarelle sehen aus dem 19. Jahrhundert, dann sehen wir da unten die Urnen, gut geschützt durch einen großen Bodenauftrag, teilweise auch mit solchen Steinen. Und wir haben hier nochmal einen Blick in unsere Ausstellung in Schöningen, im Forschungsmuseum Schöningen, wo wir mal versucht haben zu zeigen, wie wir können, ohne dass das groß erklärt wird, an diesen drei Urnen erkennen, wo das Problem liegt. Die linke Urne, man sieht so ganz leicht noch eine
Aufschrift Lüneburger Heide in so einer alten, in einer alten Handschrift. Diese Urne links ist vollständig heile. Man sieht den gleichen Riss, aber sie ist nicht kaputt. Die mittlere Urne stammt aus einem Grabhügel. Eigentlich gut erhalten, ein bisschen zerschärbt, aber gut erhalten, weil sie geschützt war durch den Hügel. Und rechts ist so eine Urne, die sehr stark von dem Flug zerlegt wurde. Viele von diesen Urnen sind im oberen Drittel komplett schon auf die Landschaft, sozusagen auf die Ackerkrume verteilt. Wenn wir nun dieses Bild, diese Sache, die wir uns hier eben angeguckt haben, nochmal vor dem Hintergrund unserer archäologischen, modernen archäologischen Denkmalpflege ansehen, dann müssen wir mal einen Blick werfen, exemplarisch, auf die geplanten neuen linearen Projekte. Das heißt, die großen Stromtrassen, die mit 40 Meter, wahrscheinlich 40 Meter breiten Erdkabeltrassen die Landschaft zerschneiden. Wir haben den Autobahnbau A20, die A39, die ziemlich haarscharf auch durch dieses Gebiet des von Esdorf erfassten Geländes geht. Und wir haben Eisenbahnplanung und so weiter. Damit müssen wir uns jetzt archäologisch beschäftigen. Und darum ist es natürlich so wichtig, dass wir diese ganzen Informationen haben. Eine Sache, die ich noch ganz spannend finde, ich habe hier, das ist jetzt hier der Werbeblock, in dem Buch von Dörte Hansen, Mittagsstunde, spielt in Nordfriesland. Aber das ist wirklich ganz toll beschrieben. Ich will das jetzt hier nicht im Detail vorlesen. Ich habe mal die Seiten an die Wand geworfen. Ich kann das wirklich sehr empfehlen, weil ich selten eine Stelle gelesen habe, wo man so gut sehen kann, wie die Flurbereinigung der 60er und 70er Jahre die Landschaft verändert hat. Also hier im Zentrum dieses Kapitels steht ein pensionierter Lehrer, der Feldbegehungen macht und der also alle Artefakte aufsammelt, Steinwerkzeuge, Scherben und so weiter. Und nun sieht er, dass diese Maschinerie der Feldbegehung, der Flurbereinigung mit Tiefladern, mit Walzen, mit Baggern dahinkommen. Und er wirft sich jetzt, als er sieht, nicht an das Megalithgrab. Oben links sehen wir das, das Brinkebüller Hünengrab wollen die einebnen. Und da stellt er sich mit seiner ganzen Kraft davor als Lehrer, bestellt den Bürgermeister ein, der damals sein Schüler war, und zieht ihm die Ohren lang und kann dieses Denkmal dadurch schützen. Und das ist eigentlich hier so ein bisschen mal links grafisch dargestellt, vor der Flurbereinigung und wie das heute aussieht. Effizienz der Landwirtschaft ist wichtig, aber da ist sehr viel Archäologie natürlich verschwunden. Und wenn wir uns jetzt diese Landkarte nochmal ansehen von dem Kammerherrn und feststellen, wie viel nicht mehr da ist, dann ist das nicht die ganze Wahrheit. Denn wir wissen, dass im Untergrund tatsächlich noch ganz, ganz viele Megalithgräber, wir entdecken immer noch neue Megalithgräber, die wir nicht kannten, weil die Landwirte die zum Teil einfach versenkt haben, damit sie nicht im Weg sind. Also Löcher unter die Steine einfach versenkt. Sowas können wir also finden und wir müssen angesichts von großen Planungen, hier ist zum Beispiel der Elbe-Seitenkanal, dieser riesige Kanalbau hat dazu geführt, direkt parallel zur Brücke sehen wir so braune Streifen in der gelben quadratischen Fläche. Das ist ein jungsteinzeitliches Erdwerk, das hier entdeckt wurde. Was ich damit sagen will, in der Erde ist natürlich alles noch drin. Und das heißt, wenn jetzt große Planungen, wie hier die Südlink, eine frühe Phase der Planung, wir kriegen die verschiedenen Trassen und prüfen dann, was aus baudenkmalpflegerischer und bodendenkmalpflegerischer Sicht die Trasse mit dem geringsten Raumwiderstand ist, wo es die wenigsten Probleme gibt und wo sind Dinge, die nicht umgangen werden können. Ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, ich will nur sagen, vielleicht auch noch interessant auf der linken Karte das Grüne. Da gab es eine Planänderung, die für die aus archäologischer Perspektive eine schlechte Änderung war, weil sie mitten durch große, fette, gut erhaltene Grabhügelfelder ging. Also das Grüne sind alles Grabhügelfelder. So ungefähr wünschten wir uns das. Da, wo wir das noch haben, schützen wir das. Das ist hier das Pestrupper Gräberfeld in der Nähe von Wildeshausen. Meine
Kollegin Jana Fries, die Bezirksarchäologin Weser-Ems in Oldenburg, mit ihrem technischen Experten Michael Wesemann haben dieses Ganze jetzt mal hochauflösend aufgenommen und wir erkennen da die unterschiedlichen Grabhügel in einer Qualität. Übrigens das hier in unserem Denkmalatlas gezeigt. Ich komme jetzt mal zum Schluss mit dem Zitat des von Estorff, der hofft, dass es gefallen hat sozusagen. Ich möchte gerne, dass möge sich seitens des gelehrten Publikums einer günstigen und nachsichtigen Aufnahme erfreuen, wie von Estorff sagte. Und wenn Sie Spaß haben, daran noch ein bisschen in die Tiefe zu gehen, dann sehen Sie sich das gerne mal an im denkmalatlas.niedersachsen.de. Und da haben wir auch schon verschiedene Themenlayer mit auch tollen Bildern von Funden. Und das, was ich eben vergessen habe, will ich jetzt noch mal nachholen. Wir haben hier natürlich im Landesamt auch einen umfangreichen Archivbestand zu archäologischen Denkmalen, unter anderem zu Herrn von Estorff. Hier gibt es also die original handschriftliche Auflistung der Altertümersammlung des Freiherrn Karl von Estorff und hier sehr detailliert erfasst, was die Funde sind, die dann zum Teil nach Nürnberg zum germanischen Nationalmuseum gegangen sind. Ein Teil ist in die Sammlung des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover, das ist der Grundstock des damaligen Provinzialmuseums. Und ein wesentlicher Teil der nicht mehr genau zuzuordnenden Funde ist der Grundstock der Studiensammlung der Universität des Instituts für Ur- und Frühgeschichte in Göttingen. Und ganz spannend, vielleicht noch als letztes Bild hier kurz ein Kaufvertrag. Er hat also auch Sachen verkauft hier und da unten haben wir seine Originalunterschrift. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Der Vorteil ist ja bei einem YouTube-Vortrag, wenn es Ihnen zu langweilig wird, können Sie vorspulen oder wenn Sie was übersehen haben, können Sie zurückgehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und freue mich, dass wir uns hoffentlich bald auch in echt im Gelände oder auch hier im Haus, im Archiv oder im Vortragssaal wiedersehen können, wenn diese Corona-Pandemie überwunden ist. Alles Gute.